Wolf und das Landhotel Birkenhof präsentieren das Nürnberger Kochstudio. Es geht um die Wurst, Faszination, Leidenschaft, Genuss. Lassen Sie sich überraschen, was man damit alles zaubern kann. Tipps und Tricks vom Sternekoch Hubert Obendorfer und der Hobbyköchin Gabi Weigert. Wolf Wurst wünscht leckere Unterhaltung. Grüß euch im Nürnberger Kochstudio. Heute haben wir mal was Interessantes. Die Nürnberger geht auf die Reise. Und zwar in den Süden Europas nach Italien. Und daraus machen wir Nürnberger im Tramezzini mit einem Tomatenkompott und einem klassischen Pesto. Einfach, aber ganz sensationell. Wir brauchen dazu original Nürnberger Bratwurst vom Wolf. In dem Fall gut angebraten. Tramezzini-Scheiben, Ei zum Geben und zum Tomatenkompott. Schöne reife Kirschtomaten halbiert. Bisschen Speck, bisschen Zwiebel. Das vorher anschwitzen. Und dann die Tomaten rein, Pomodoro noch. Und zum Würzen Salz, Pfeffer und natürlich Zucker. Also Gabi, jetzt haben wir ein sehr komplexes Gericht. Du weißt, wir brauchen Pesto, Tomatenkompott und Tramezzini. Mhm. Bitte fang du. Ich fange an mit der Pesto, genau. Die Pesto an. Also einfach Basilikum komplett ein bisschen grob schneiden, dann in die Schüssel rein, Öl dazu mixen, die anderen Zutaten, aber das kannst du jetzt. Ich mache hier mal unser Kompott. Dazu brauche ich einfach ein bisschen Öl, nicht zu viel, weil wir innen Speck haben und der Speck lässt ja noch ein bisschen Fett aus. Das brate ich vorher gut an, um vor allem auch das Aroma zu kriegen. So, wird jetzt ja schon voll im Gange mit dem Basilikum. Den braucht man auch bloß grob hacken, weil wir den dann pürieren mit den ganzen anderen Zutaten. Also röstet das richtig schön an und ein bisschen Geschmack schon. Ich nehme jetzt mache jetzt hier gleich die Kirschtomaten dazu, die habe ich halbiert, deswegen, damit die schon ein bisschen Saft lassen, damit sie ein bisschen kompakter werden in sich. Also hier das Pesto ist wirklich ein ganz klassisches Pesto. Ich habe einfach die Basilikumblätter grob zerkleinert mit dem Pürierstab. Ihr könnt es auch mit dem Mixer machen, wenn ihr einen Mixer habt. Ich habe es jetzt mit dem Pürierstab gemacht, zerkleinert, Olivenöl dazu, dann die Pinienkerne. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch anrösten, muss nicht sein. Knoblauch dazu, ein bisschen Salz. Und das Salz, wie der Hubert gesagt hat, erst nach dem Parmesan, weil der Parmesan ja recht würzig ist. Und nicht, dass euch das dann zu salzig wird. Einfach miteinander vermischen und fertig ist. Schmeckt super lecker. Ganz einfach. Also, glaube ich, du siehst, ist ein bisschen zu trocken, müssen wir aufpassen. Ja. Ich rolle jetzt die einfach mit dem Nudelholz ein bisschen aus, damit sie ein bisschen kompakter werden. Mhm. Und du musst es dann trotzdem relativ vorsichtig unter Druck einrollen. Ja. Und dann schaffen wir das genauso, was, mein Gott, passiert jedem Mal. Genau. Dass man da. Der ärmste Koch ist der Koch, der sich nicht zu helfen weiß, ob Profi oder nicht. Man könnte theoretisch, wenn man jetzt kein Tramezzini im Laden kriegt, könnte man theoretisch auch Toast kaufen, das entrinden. Genauso verwenden, oder? Genau. Ja. So. Darf ich dir denn die Tomatensauce anreichen? Bitte. So. Können wir jetzt ein bisschen spielerisch anrichten, wie wir wollen. So Kompotte. Schicke, die Tomaten sind schon ganz blim. Ja, so, ich weiß, was wir haben. Also, das ist ein bisschen so. Klingt jetzt nicht gut, aber ein bisschen schlotzig sein. Ich finde, das schlotzig ist sehr schön. Du kannst mal zwei schöne Basilikumblätter raussuchen. Ja, sehr gerne. Ach, schau, eine Nocke. Schaut das toll aus.
So. Noch ein paar Blätter dazwischen da. Das ist ein bisschen schmeckt. Also er ist schon Dekorationskönig, oder? Also ich würde sagen, ist echt ein schönes Gericht. Ganz hat wirklich Stil, super. Schmeckt super. Ja, ich muss sagen, wieder schafft es in Nürnberg in ein anderes Land zu kommen, das man nach Italien und kann sich auch da ganz gut verkaufen. Ich wünsche euch noch was. Tschüss. Klasse. Ciao. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal.